Tschüss. Hallo Freunde, herzlich willkommen auf Flipfloyd hier, eurem absoluten Lieblingskanal für 360 Gramm Unterhaltung. Für Olli gibt's jetzt keine lange Einleitung. Nein, extra für Olli gibt's jetzt einen Stinger. Und rein. Oh lol, es geht mit so einer Mucke weiter. Was? Okay, das ist einfach wieder, richtig lustig. Das ist richtig lustig. Nice. Was wieder richtig gut geschnitten. Was hat er jetzt? Was? Die Platz. Hat der Ober. Hä? Digga, das ist zum Schluss hängen geblieben. Ist das an der Decke? Guck mal bitte, es hat eine Schnur gebildet am Ende. Achte mal drauf bitte. Ganz kurz sieht man's. Nee, guck mal jetzt. Hast du gesehen? Ganz zum Schluss, es hängt. Das war keine Schnur, das war das Momentum. Ja. Das ist super lustig. Das ist einfach nur gut geschnitten. War eine Schnur. Ja, ich habe überlegt, sie hat so viel raufgedrückt, dass die Länge mit der Geschwindigkeit genau gepasst hat, dass es oben an der Decke stickt und diesen Moment nachschwingen kann. Man hat auch gesehen, dass die Decke war ja auch nur so. Die war ja hier zu Ende. Du, sie hat einfach besonders doll raufgedrückt. Ich höre, es ist so. Es ist so. Und jetzt ist da wie in Half-Life. In Half-Life 2 sind da die Dinger, die von der Decke gucken und dich auffressen, wenn du dran vorbeiläufst. Ist so. Die hat einfach ihr Ketchup-Gassi geführt, Alter. Nice. Stark. Mh, Kitty Kitty Cat. Oh, das geht auch nicht gut. Lol. Das ist fantastisch. Nice. Ich wette, die Among Us-Leute haben sich richtig geärgert über den Erfolg von Squid Game, weil die damit den Platz 1 der Halloween-Kostüme eingebüßt haben. Ja. Hey, shawty, in my head, I don't do no rent. I'm gonna be honest with you, it rhymed. This was supposed to be a baked potato. Oh my god. Was war das, Alter? Rette dein Vieh! Wieso haben die alle keine Hosen an? Once up in a time in America, Alter. Was? Das klingt wie der T-Rex. Aus Jurassic Park oder wie diese kleinen Raptoren. Stimmt. Nice T-Rex. Was zum Fick? Oh, Leute, er hat ihn eingeschmissen. Was ist mit dem Ding los? Er hat's repariert. Alter. Auf eine sehr russische Art und Weise. Und Toast. Ja, oh lol. Ja. Nice, das war ja so sad. Die Schnecke, Alter. Ich stelle mir aber auch gerade die Schnecke immer, wie die wirklich instant die ganze Zeit so in die Augen zusammenkneift. Alter, das ist so schlimm. Auf der Animation. Alter. Oh. Oh Gott, Alter, wie viel Fett kannst du auf deiner Linse haben? Oh. Was? Oh nein. Ich hab so viele Fragen gerade. Ich liebe diese Wasserbecken-Videos immer so sehr. Die sind alle zu gut. Push slowly. Listen, Er kann alles sehen. Alter, Katzen sind auch nicht die hellsten Wesen auf diesem Planeten, oder? Oh mein Gott. Was zum Fick? Alter, geil. Was ist das? Eine Heizung? Eine Heizung? Eine Heizung, ja. Oh, die ist...
Wie tief geht's denn da runter? Was war das auch für ein Zaun? Ja. Haben sie irgendein Monster damit gerade am Hochklettern auch gehindert, ich Alter? Was war genau da das denn los? Richtig. Wow. Geil. Hey. What's up? Oh. Wie cute. Oh, lol, Alter. Das sind amerikanische Häuser, ey, sorry. Da sind wir wieder beim Thema Once Upon a Time in America. Lol. Why? Was zum Fick? Lol, das war ein Trick. Digga, was? Alter, was zur Hölle ist da los? Oh, yes. What nice. Der Schrei war gut. He does this, he sort of like goes behind, rears up and he's so annoying. Oh. Alter, aber auch ins mit Leben. Ansage, ey, wieder besseren Wissens, Alter, ey. Oh Gott. Okay, oh. Ins Leben, mach mal. Ah, aber auch gewartet, bis die Hand wieder weg ist, ne? Ja. Hurensohn-Ziege. Könnte auch ein Hurenbock sagen. Was? Was? Ich glaube, das war nicht gut. Nee. Kannst du kurz deinen Vater anrufen und uns das erklären lassen? Nice. Was? Lol. Wow, der alter Falter. Du weißt, dass in deinem Haus nicht sicher ist, wenn dein Hund das kann. Was war mit dem Auto? Weiß nicht, die Frage habe ich mir gar nicht gestellt. Nice. Du weißt, dass alles sicher ist, wenn dein Hund das macht. Oh. Was ist das? Basically bulking. Also entweder war der Burger riesig oder er war einfach nur klein. Klein und massiv. Das sollte nicht so sein. Das sollte nicht so sein. So unhealthy. So what I do is I rinse them under water, place them in a dehydrator for... So I got in this new bath bomb and it has... Wir haben Flo verloren. Aber das war gerade richtig eklig, Alter. Yeah. Flo wird gleich zurück sein, Freunde. Loot für die Welt, Freunde. 13. 14. November, fett im Kalender markieren. Vielleicht kommt das Video aber auch nach Loot für die Welt. Macht da nix. Wenn es vor Loot für die Welt kommt, guckt Loot für die Welt. Lootfürdiewelt.de, shop.lootfürdiewelt.de. Shoppen, gut aussehen, gutes tun. Ich glaube nicht, dass er zurückkommt. Nicht? Was? Nee. Oh, lol. Das hatten wir gestern tatsächlich. Das wollte ich auch wieder für den Podcast aufheben. Was? Ich musste alles neu einstellen. Hier am Rechner. Nadine musste alle Uhren hier einstellen, weil einfach so eine Viertelstunde lang der gesamte Bezirk Strom aus war. Ja, bei Flo ist tatsächlich Strom weg. Nun. Sicherung checken. Vielleicht war das seine Sicherung im Video. Schreib mal, war das deine Sicherung im Video? Fragezeichen. Ich hoffe nicht. Ja, nun. Ja, komm, wir sind fast durch. Wir geben uns noch den Rest und dann. Ja. Rinse them underwater, place them in a dehydrator for. So it's bath bombing. It has charcoal in it. And that'll help me out a lot because I'm a very oily person. So here we go. So do I have to do this essay? Yes, you do. What? Ich mache diese Videos. Ich glaube, wenn du Brokkoli konsumiert hast, darfst du dir die Dinger nicht geben. Ich glaube, die töten dich. Ja, also mich haben sie jetzt schon echt... Ah, das war wirklich gut geschnitten.
Das war wieder richtig. Ich bin mir relativ sicher, der Betreiber oder die Betreiberin von Unusual Memes ist deutsch oder kann zumindest deutsch, guckt unsere Reactions und geht genau darauf ein. Wahrscheinlich hast du recht. So. Leute, und genauso wie wir es gönnen, gönnt ihr. Unusual Memes einen Daumen, uns einen Daumen, Kommentar. Leute, gönnen. Rein, ich bin einfach tot. Gönnt. Jetzt. Tschüss. Tschüss.